beschwerlichen Weg. Hunderte von Kilometern mussten sie zurücklegen. Endlich in Sicherheit angekommen, warten sie völlig erschöpft und hungrig um Einlass. Ihr könnt die nicht herein. Was wollt ihr überhaupt? Und wie er aussieht? Schmutzig, zerlumpt und so anders. Scherber Sport. Die bringen sicher nur Probleme. Bitte lasst uns sein. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir sind müde und hungrig und brauchen einen Platz zu bleiben. Warum fragt ihr mich? Ich muss mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich habe auch keine Zeit für euch. Ich habe etwas Wichtigeres zu erledigen. Alles, was ich habe ich mir wirklich verdient. Warum sollte ich jemandem dahergelaufenen Dampfen was abgeben? Schaut, dass ihr weiterkommt. Von uns bekommt ihr nichts. Bitte lasst uns sein. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir sind müde und hungrig und brauchen einen Platz zum Bleiben. Wir können euch hier nicht gebrauchen. Wir haben selbst schon genug Probleme. Außerdem verstehen wir euch gar nicht und Fremde machen uns Angst. Wer weiß, wer die wirklich sind? Zieht weiter. So war das. Vor über 2000 Jahren danach, bevor Jesus in Bethlehem auf die Welt kam. Nein, halt, das war doch heuer, im Jahr 2015. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Haben wir denn gar nichts dazu gelernt? Jesus hat uns doch gezeigt, wie das miteinander funktionieren kann. Er hat uns vorgegeben, dass wir einander nicht mit Vorurteilen begegnen sollen, dass wir tolerant sein sollen. Habt ihr das denn alles vergessen? Erinnert euch doch endlich daran. Er wollte uns den Mut geben, aufeinander zuzugehen und füreinander da zu sein. Habt ihr das denn alles vergessen? Erinnert euch doch endlich daran. Zum Glück gibt es noch Hoffnung. Wenn wir daran denken, was wirklich wichtig ist, werden wir nicht nur anderen damit helfen, sondern auch uns selbst. In diesem Sinne wünscht euch die 1A.